5 Jahre Ferraris auf YouTube. Wenn ich mal überlege, wie viel wir hochgeladen haben. 20 Videos. 5 Jahre. Okay, das ist nicht viel. Das muss ich zugeben. Aber ich sag auch warum. 20 Videos in 5 Jahren. Wir hatten nie wirklich YouTube im Vordergrund. Bis jetzt eigentlich. Und ich glaube, das wird auch eine Weile lang so bleiben. Weil wir haben am Anfang nur, also ich habe am Anfang nur spaßeshalber Videos hochgeladen, die Lieder, die ich gemacht habe, die Chiptunes, sag ich mal. Dann auch vielleicht mal das eine oder andere Video, wie ich aufgelegt habe. Später, als das Ganze dann etwas ins Rollen kam, haben wir dann auch Videos gemacht. Was können wir? Dann haben wir die Lichtshow, die Tomorrowlands-Hymne, diese Lichtshow geschrieben, wo wir das ganze Haus da gemacht haben, beleuchtet haben, wo wir das Ganze gefilmt haben. Die andere Lichtshow, mehr oder weniger, mit dem Tänzer zum Loco-Video. War auch eine Demonstration, was wir aufbauen könnten, falls wir mal in dieses Gespräch kommen. Was könnt ihr, falls uns jemand buchen möchte? Ich muss das gerade ausschalten. Ich habe die ganze Zeit hier noch Videos im Hintergrund am Laufen. Die lenken mich total ab. Hätte ich vorher machen sollen. Ja, ein anderes Video, was ich hochgeladen habe. Ich spring mal schnell rein. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Dieses Video, wo ich Bass gespielt habe, aufgelegt habe. Zu dem Zeitpunkt kam ein Gerücht oder vermehrt ein Gerücht mir zu Ohren, nämlich dass alle DJs eigentlich nichts können, dass sie keine Instrumente spielen können und einfach nur behaupten, ich bin DJ, weil ich virtuell DJ auf meinem Laptop gepackt habe und noch nie angemacht habe. Oder mal angemacht haben und scheiße sind und trotzdem behaupten, wir werden nichts. Da kriege ich einen Puls, ey. Und dann dachte ich mir, gut, komm, jetzt hol dich aus dem Klischee raus, mach ein Video, was das Gegenteil beweist. Und so entstand dann dieses Video. Und es gibt so viel zu filmen, was ich noch nicht, wo wir nie auf die Idee gekommen sind, oder wo wir auf die Idee gekommen sind, mal, lass, komm, wir filmen mal jetzt den Furdance, den wir. Wir filmen mal jetzt die Veranstaltung, wir filmen mal jetzt, keine Ahnung, das Theater. Wir haben so viele Theater gemacht, wo wir keine einzige Videoaufnahme haben, nur so ein, zwei Bilder. Und ja, vielleicht kriegen wir das mal in den Griff, dass wir mal das eine oder andere Video mal wirklich aus dem Theater auch rausholen. Wir haben wieder Theater geplant, ich glaube in 1 oder 2 Monaten. Vielleicht holen wir da noch was raus. Oder bestimmte Dances, Mehrzahl von Dance. Englische Mehrzahl, gibt's da drin? Ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, ich versuche mal aus dem Videomaterial, was wir haben, so einen kleinen Zusammenschnitt zu machen, was so passiert ist in den Jahren. Ich glaube, ich habe noch ein Video von 2013, wo ich Schranz aufgelegt habe, irgendwo, keine Ahnung. Videos von Jülich, wo wir aufgelegt haben, auf so einem Abi-Fest, keine Ahnung, was das war. Richtig geil, richtig geile Bühne. Viele Leute da oder aus Dortmund. Ich muss mal gucken, ob ich die Videos noch habe. Müsste ich eigentlich haben. Wenn nicht, dann bin ich hier dann auf Facebook. Keine Ahnung. Dann schneide ich mal ein bisschen was zusammen und schreibe mal rein ungefähr, aus welchem Jahr das kam. Okay, es sind nur 5 Jahre. Ich glaube nicht, dass ich aus jedem Jahr was finde, weil auch viel verloren gegangen ist. Aber ja, danke für die Leute, die 5 Jahre lang
mitgearbeitet haben bei den Ferraner. Das war. Wir haben coole Sachen gemacht. Und ich glaube, es werden auch noch coole Sachen kommen. Wir haben schon für die Stadt Bochum gearbeitet, wir haben in der Zeche Licht gemacht, wir haben Licht gemacht im Museum. Das ist schon geil. Da waren Jazzkonzerte, da waren Konzerte in Gerze, da in dem Keller, hast du nicht gesehen, im U27. Richtig klasse, die Leute, die haben uns immer supportet. Auch Stadt Bochum. Ich schaue, was ich finde, schneide ein bisschen was davon zurecht. Kommentieren werde ich, glaube ich, da nichts so. Es gibt auch einige Sachen, wenn ich die sehe, denke ich mir nur so. Alter, Facepalm vom Feinsten. Was da? Okay, sie ist Naja, durchgebrannt. es war eine geile Zeit. Vielleicht kriegen wir es mal hin, auf YouTube noch ein bisschen mehr zu machen. Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal Videobearbeitung. Naja, egal, kommt. Auf weitere 5 Jahre. Vielleicht kommt was dabei rum. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Bye bye.